Schlussverkauf, weil jetzt auch die Amerikaner merken, dass es eine Welt außerhalb der USA geht. Die Amerikaner gehen nach unten und dann tut es der DAX schon dreimal. Das ist das, was heute hier am Markt der Fall ist. Ja, nach wie vor Ukraine-Krise auf der anderen Seite mit Tendenzen zur Eskalation und auf der anderen Seite nach wie vor auch China-Sorgen, die hier die Märkte belasten. Und das sehen wir auch nochmal geballt, wenn wir uns die Dinge anschauen, die heute wichtig waren. Zunächst mal in China. Enttäuschende Industrieproduktion, enttäuschende Einzelhandelsumsätze sowie auch die Anlageinvestitionen in großen Städten. Alles unter der Erwartung. Dann hat sich der chinesische Premier Li nochmal geäußert und gesagt, okay, wir müssen akzeptieren, dass es Pleiten gibt. Das kann man gar nicht verhindern. Das heißt, die Regierung ist nicht mehr bereit, auf jeden Fall hier zu retten, wie sie es schon zweimal getan hat. Und auf der anderen Seite wird man noch ein bisschen zuwarten, bis man möglicherweise durch die Zentralbank wieder frische Liquidität ins System pumpt, wenn die Lage ernst wird. Dann hatten wir heute, auch das wirklich ein Kuriosum, Italien hat Anleihen emittiert, unter anderem eine mit dreijähriger Laufzeit und hat dafür sage und schreibe 1,12% Zinsen bezahlt. Noch im Vormonat waren es über 1,4%. Das ist der niedrigste Stand seit Italien der Eurozone beigetreten ist. Man könnte meinen, dass es Italien wunderbar geht, aber es ist nicht wirklich der Fall. Es ist einfach das Schneeballsystem Eurozone. Die Banken kaufen Anleihen der jeweiligen Heimatstaaten und können das als Sicherheit bei der EZB hinterlegen. Das ist das Spiel, das hier läuft. Dann hatten wir auch das interessant, der IPO-Wahnsinn in den USA, der erklimmt neue Höhen. IPOs sind ja Initial Public Offerings, also Börsengänge von neuen Firmen und hier die Firma Castlight Health heute zu nennen, die letztes Jahr in 2013 einen Umsatz von 13 Millionen Euro, Dollar, pardon, gemacht hat, aber möglicherweise jetzt mit diesem Börsengang mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet ist. Das ist wirklich unglaublich, denn diese 13 Millionen, das war Umsatz, das war nicht Gewinn und es das zeigt, dass hier die Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Die Rate von IPOs, die hier Geld verbrennen von Firmen, die Geld verbrennen, ist auf dem höchsten Stand seit Februar 2000. Und was dann kam, können wir uns noch dunkel erinnern. Dann hatten wir Daten aus den USA und die waren gut eigentlich. Hat den Märkten aber nur kurz geholfen. Erstanträge 315.000, 330 erwartet. Dann die Einzelhandelsumsätze auch ein Ticken besser, 0,3 statt 0,2%. Allerdings wurde der Vormonat um 0,2% nach unten revidiert, also hier kleiner Wermutstropfen. Und dann die Importpreise sind doch etwas deutlicher gestiegen in den USA mit plus 0,9% statt 0,4% erwartet, lag an den höheren Ölpreisen. Und dann natürlich der Ukraine-Konflikt ist das beherrschende Thema inzwischen, auch in den USA. John Kerry hat nochmal klargemacht, wenn die Sache auf der Krim so läuft, dass die Krim sich an Russland anschließen möchte, dann wird die EU und wird die USA ernsthafte Sanktionen ergreifen am Montag und das deutet darauf hin, dass jetzt die Dinge wirklich langsam brenzlig werden. Aber schauen wir uns mal an, was die Charts hier uns signalisieren. Da ist der DAX und wir sehen, wir sind jetzt sogar aktuell unter das Niveau gefallen, das wir im Tief im Februar gebildet haben, aktuell 9.020 Punkte, also deutlicher Abverkauf. Hier die tieferen Spitzen, die haben das schon ein Stück weit angekündigt und das materialisiert sich jetzt. Wir sehen hier diese große Schwäche. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. 16.215. Auch hier kommen die Amerikaner langsam unter Druck. Das erste Ziel dieser Korrektur ist wahrscheinlich hier der Bereich um 16.035. Dann ein Blick auf den S&P. Der zeigt jetzt auch massive Reaktion. 1.855. Hier die Kollegen von Three Markets. Die sind short seit 1896. Habe ich gestern schon gesagt, sage ich immer wieder, weil die Jungs haben was drauf. Deswegen kann ich nur empfehlen, schauen Sie mal bei finanzmarktwelt.de Handelssignale rein, denn da sehen Sie, wie wirklich gutes Traden funktioniert, denn hier ist gutes Trading am Start. Da gibt es vier Wochen, ja, kostenlos können Sie die ganze Geschichte ausprobieren. Aber mal weiter im Text. Hier der Vergleich zwischen S&P und Dow Jones. S&P, klar, der helle Chart, DAX, der dunkle Chart. Der Abstand ein bisschen geringer, aber beide Charts zeigen doch verstärkt nach unten. Schauen wir uns mal den Euro an, der jetzt unter Druck kommt. Plötzlich Risikoaversion hat den Euro nicht interessiert. Wir waren im Hoch bei der 1,3960, noch ein paar Pips drüber, kommen jetzt aber runter, nachdem wirklich der Abverkauf in den USA Gestalt annimmt. Das führt letztendlich dann doch wieder zur Flucht in den Dollar, eine Währung, die insgesamt immer noch sicherer ist als der Euro. Schauen wir uns mal den Dollar-Yen an, da sehen wir das ähnliche Bild. 101,88, auch hier Abverkauf, Risikoaversion ist das Thema. Dann noch ein Blick auf Gold, kann ein bisschen jetzt wieder anziehen, nachdem wir so leichte Schwäche heute hatten, 1372, und das Kupfer
Das will auch nicht weiter steigen, 2,95 Dollar aktuell, allerdings kein Abverkauf. Offenkundig ist der Markt schon ein bisschen überverkauft. Dann ein Blick aufs Öl, das hält sich, 98 hier, das amerikanische WTI Crude. Und da sehen wir, dass möglicherweise diese geopolitischen Spannungen dann doch wieder einen Abverkauf verhindern. Und abschließend Kali und Salz, Hauptverlierer im DAX mit fast 9%. Das ist die Gemengelage derzeit. Es sieht nicht wirklich gut aus, außer es kommt jetzt plötzlich eine Entspannung, eine Beruhigung in die Märkte durch politische Initiativen. Aber damit ist erstmal nicht zu rechnen, sondern es ist eher damit zu rechnen, dass die Dinge nicht wirklich besser werden. Hoffentlich besser wird Ihr Feierabend. Verzeihen Sie, wenn es wieder so negativ war. Bis dann. Ciao. We'll be right back.